Seid ihr bereit für ein bisschen Spaß? Dann lehnt euch zurück und genießt diese Fail-Aktion. Denn ich habe keine Fee. Und bin gerade in diesen nächsten Tempel gegangen. Der auf jeden Fall sehr schwer wird, da wette ich auch. Auch wenn er sehr großzügig beginnt mit Gegnern und einem Schlüssel. Ah ja. Das ist nicht schwer zu erkennen, dass da Blödheit sich hinter verbirgt. So. Dass da ein Riss sich befindet, der gesprengt werden will. So, nachdem ich eine kleine Pause eingelegt habe von 24 Stunden, ganz unerwartet, ist das jetzt schon der 9. Krankheitstag. So ganz gesund werden will ich scheinbar nicht. Also mein Körper will das nicht. Was habe ich jetzt bekommen? Die Karte war das, ne? Ja. Wieder nicht aufgepasst. Ich habe ja erst 40 Sekunden gespielt gehabt hier, deswegen ist das nicht so schlimm. Da habe ich jetzt noch keine großen Gewissenslücken. Allerdings weiß ich noch, dass ich keine Fee habe. Deinen Schlüssel. Geil. Den habe ich sogar gebraucht, sonst wäre ich ja nicht weitergekommen. Ich darf nicht sterben, das ist Fakt. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass dieser Tempel schon sehr verzwickt war und man... Das Ding gefällt mir schon. Schießt das... Ach, das schießt nur, wenn ich... Ja, es wird alles klar. Wenn ich mit dem Schwert schlage, dann schießt das Teil. Warum auch immer es das tut, das gefällt mir nicht. Moment, vielleicht ist da ein Schlüssel drin. Auch wenn ich das nicht glaube, aber ich muss schon sicher gehen. Ich finde es immer so witzig, dass die Zeit stehen bleibt, wenn man die Treppen läuft. So, Schlüssel. Sehr schwierig, den irgendwie zu entdecken. Also manche Rätsel sind echt interessant. Hier hoch will ich und da kann ich erst hoch, wenn ich das Wasser hochgelassen habe. Es sei denn, ich kann hier... Nee, geht nicht. Komischerweise. Die scheint irgendwie festgenagelt zu sein. So, ein blauer und ein roter Kopf. Totenkopf. Aber beide ganz, ganz schwach. So, ich habe einen Hammer. Einen Hammer, den habe ich. Und jetzt kann ich sogar das Wasser steigen lassen. Da-da-da-da. Erinnert mich an den Wassertempel aus Ocarina of Time. Ein klein wenig. Da kommt Freude auf. Was haben wir hier noch? Moment, vielleicht klappt es ja so. Nein, leider nicht. Aber so. Oh, was haben wir denn hier? Das hat sich ja gelohnt. Auf jeden Fall habe ich meine Bombe wieder. Das ist the important thing. Da ist nichts. Warum ist denn hier noch so ein Gang? Der verwirrt mich ein bisschen, klein wenig. Aber das macht so gut wie fast gar nichts. Nein, das ist nicht schön. Da ist das Item. Aber mir fehlt noch der große Schlüssel. Wo kommen wir denn hier hin? Okay. Sehr viele Möglichkeiten, also wieder sehr viel falsch zu machen. Und sich zu verirren. Diese Löcher nerven mich ein bisschen. Da kommen ständig irgendwelche Viecher raus, irgendwie so. Aus wie Spermien. Zumindest so, wie man sie in kinderaufklärenden Serien sieht. Oh, das hat es ja voll gebracht. Oh, das hat es wirklich gebracht. Aber nur ein Kompass. Okay. Okay. Bis jetzt läuft es doch. Wenn ihr mich nicht aufregen würdet. Boah, diese Viecher, diese Wassermonster, was auch immer die sind, die man irgendwie nicht kaputt machen kann. Und dann diese Spermien, die regen mich richtig auf. Die machen mir ein klein wenig Angst. Und mich nervös. So, sieht ein bisschen bekannt aus der Raum, aber ist doch ein ganz anderer. So, du bist auch tot und du... Wenn ich dich im Schwert schlage, ist am besten, weil dann das Teil hier nicht schießt. Okay. Das ist ein anderer Raum, der sieht nur... Der ist sehr ähnlich aufgebaut. Ich gehe erst hier hin. War beim letzten Mal auch richtig. Und das ist irgendwie total... Das ist genau dasselbe, nur anders. Das scheint der andere Flügel sein, der spiegelverkehrt irgendwie ist. Keine Ahnung.
Wie komme ich hier denn jetzt durch? Nee. Das geht nicht. Aber gar nichts. Dann bin ich hier scheinbar irgendwie noch zu früh, auch wenn ich es nicht so ganz wahrhaben will. Schade. Geh mal bitte weg. Gehst du bitte weg? Dankeschön. Dann muss ich erstmal woanders lang. Aber den unten links merken wir uns mal. Denn da geht es auf jeden Fall noch weiter. Kommt der um die Kurve, der Freshdachs. So, Schlüssel habe ich. Dann kann ich hier rein. Ah ja, hier kann ich das Wasser steigen lassen für den Gang, wo ich gerade war. Und dann kann ich wahrscheinlich schon unten links weiter. Pfeile nehme ich gern. Ich gehe lieber außen rum. Ich bin dann doch so vorsichtig. Sehr schön. So, sollte ich ihn blau lassen oder... Ich lasse ihn mal blau. Ah, jetzt komme ich auch hin. Das ist ja gut zu wissen, da muss ich nicht außen rum gehen. Jetzt kann ich in die Tür nicht mehr. Dann war es gut, dass ich hier schon war, denn da war ein Schlüssel drin. Den habe ich bestimmt gebraucht. Da und Herzchen, die ich im Moment nicht brauche, aber später vermisse ich sie. Das weiß ich jetzt schon. Das war richtig knapp. Okay. Oh nein, lass mich in Ruhe, du komisches Ding. So komme ich hier mal durch. Dankeschön. Die Frage ist, ob ich das will. Das Teil regt mich so übelst auf. Ach, das war nur das. Ja, stimmt. Die ganzen Räume, die sich so sehr ähneln, die verwirren mich schon ziemlich. Ich habe schon mindestens drei gleich aussehende Räume getroffen. Wo bin ich jetzt, bitteschön? Lauter Herzchen, die ich mir hier versaue. Weil ich sie im Moment gar nicht brauche. Was ist das? Warum gibt es das? Sehr strange. Schnelles Feuer. Das bringt es irgendwie nicht. Hä? Was? Was soll dieser Raum? Der ist total sinnlos. Boah, dieses Schießding nervt mich übelst. Ich bin schon gleich tot wegen dem Kackteil. Ich könnte so kotzen. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Das Teil ist so übel. Alter Dübel. Und das auch. Sehr, sehr dummer Raum. Richtig dummer Raum. Ich bin schon fast tot. Ich muss aber nochmal rein. Ich probiere es jetzt nämlich anders. Es war wohl ziemlich dumm. Wenn ich Glück habe, ist hier wieder was drin, bitte. Natürlich nicht. Natürlich. Ja, und wieder voll rein. Ich will nicht sterben. Jetzt gehe ich erstmal rechts lang, beim nächsten Mal links lang. Ja toll, das war wohl falsch. Rubine. Ich glaube, hier gibt es den Enterhaken, das wäre geil. Das wäre so geil. Bloß schnell durch diesen Raum, bevor ich wirklich kaputt bin. Ist das witzig? Das ist überhaupt nicht witzig. Ah ja, gut. Rubine, die mir überhaupt nichts bringt. Na gut, dann habe ich diesen Schalter umstellen müssen, ich verstehe. Dann hätte ich ihn doch nicht auf blau lassen dürfen. So vermute ich jetzt mal.
Wo war das denn? Das ist auch schon wieder ewig her. Als ich das Wasser runter... was habe ich damit gemacht? Ich hab's reingelassen. Ich habe die Bude mit Wasser gefüllt. Und da war so ein Schalter. Ja, genau, hier oben war er. So weit ist das ja nicht entfernt. Jetzt hoffe ich, dass es hier irgendwo... Ich habe die ganzen Dinger schon aufgehoben gehabt. Das ist das Problem. Deswegen sind jetzt die ganzen Herzchen weg, die ich jetzt gebrauchen könnte. Große Kacke. Eine ganz große Scheiße ist das. Vielleicht gibt der mir ja ein bisschen Herzchen. Jeden leichten Gegner sollte ich dankend annehmen. Im Moment zumindest, weil ich Herzen brauche. So. Wie war das jetzt nach oben? Ja, toll. Da muss ich außenrum gehen. Ah, das verstehe ich auch. Warum man in Versuchung kommen kann, das so zu machen. Und was hier der Trick ist von den Entwicklern, dass man hier auch mal die falsche Entscheidung trifft. Damit der Tempel auch nicht so leicht ist, ne? Wieder nix. Wieder nix. Zur Not könnte ich ja den Schattenspiegel anwenden, denn der teleportiert mich zum Eingang. Dann kann ich rausgehen und nach Herzen farmen, aber das will ich nur im Notfall tun. Weil ich sonst hier den ganzen Weg suchen muss, wo ich hin, wo ich war und... Oh nein. Gut. So, ein letztes Mal in diesem Raum hoffentlich. Hoffentlich überlebe ich ihn. Ich guck mal wieder nach. Vielleicht hilft er nicht zu mir. Natürlich, ausgerechnet zu mir. Jetzt bin ich fast tot. Ich renne nicht durch, das wäre blöd. Aber anders klappt auch nicht. Ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot. Nein. Fuck it. Weil ich halt keine Fee hatte. Jetzt muss ich mal mich zumindest heilen. Da oben war ja eine Fee. Eine große. So ein Kack. Ich wollte es ohne kaputt gehen schaffen. Aber konnte natürlich nicht gehen. Da. Wieso ist das zu? Vielleicht gibt es ja hier was Neues. Was ist das denn für einer? Das muss aber unter uns bleiben, verstanden? Oha, was geht denn mit dem? Hat er keine Freunde? Okay, dann hoffen wir mal, dass der Schattenspiegel hier funktioniert. Sehr schön. Ich bin reich, ich bin reich. So, mal sehen, wie oft ich noch sterbe. Ab jetzt ist es mir nicht mal so wichtig. Einmal gestorben, scheiß drauf. Ich glaube, da wäre irgendwas beim Abspannen toller, wenn man es ohne Sterben schafft. Aber das dürfte nur eine klitzekleine Änderung sein. Deswegen ist mir das gerade schnupper wie Wayne. Wie weit bin ich vom Schloss entfernt? So. Ist der Wasser, dann hole ich mir jetzt noch die Feen. Das ist mir dann doch wert. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich sie habe. Bis dann.